Mazda präsentiert auf dem Autosalon Genf 2014 die seriennahe Studie Hazumi. Der 4,07 Meter lange Fünftürer gilt als Nachfolger des Mazda 2 und könnte schon im September auf dem Pariser Autosalon als Serienmodell Premiere feiern. Wie schon bei anderen Modellen setzt Mazda auch hier auf Leichtbau und Skyactiv Motorentechnologie. Die Studie verfügt über einen 1,5 Liter Dieselmotor, der nur knapp mehr als 3 Liter Normverbrauch aufweisen soll. Welche der Designakzente aus dem Innenraum es in die Serienversion schaffen werden, wird sich wohl noch weisen.